Tja, herzlich willkommen an alle offensichtlich vielseitig interessierten Leute. Heute lernen wir etwas über Geburtstechniken der Zukunft. Als Grundlage dient ganz offensichtlich eine Science-Fiction-Serie, die von irgendwelchen hauptberuflichen Drehbuchautoren geschrieben wurde. Aber ich bringe hier knallharte Infos der populärsten Geburtsmediziner, Hebammen und Mehrfachmütter mit ein. Ich will damit einen unterhaltsamen Mehrwert liefern für Leute, die sich eine dieser modernen, sanften, selbstbestimmten und flutschigen Geburten wünschen. Ich bin ganz offensichtlich keine Expertin, keine Hebamme, keine Frauenärztin, keine Doula. Aber immerhin weiß ich, was eine Doula ist. Also so schlimm kann es hoffentlich nicht werden. Die Sternstunde der Geburtstechniken, oder sollte ich lieber sagen, Entbindungsmethoden. Unter anderem mit einem grumpligen Klingonen als Hebamme. Jetzt müssen Sie bei jeder Kontraktion stark pressen. Ich muss Sie freundlich, aber bestimmt drängen, stärker zu pressen. Push, Kiko. Push hard. Push, Kiko. Push. 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 I am pushing! Der Kaiserschnitt der Zukunft, der sogenannte Fötustransport. Und ja, es ist genau das, wonach es sich anhört. Captain, das Baby hat sich in Querlage gedreht. Das ist eine geburtsunmögliche Position. Was sollen wir tun, Captain? Beam es raus, Scotty. Yes, sir. Bereiten Sie einen Fötustransport vor. Illogical. Energie. Und ein ganz interdisziplinäres Thema. Schwangerschaften zwischen verschiedenen Spezies, auch Hybrid- oder Mischlingsschwangerschaften genannt in der Star Trek-Fachterminologie. Da bin ich offensichtlich auch kein Experte, es sei denn, man definiert Ossis und Wessis als zwei verschiedene Spezies, aber das würde ich mir niemals anmaßen. Ein kleiner Fun-Fact über mich. Ich bin eine sogenannte Hausgeburt und wurde Anfang 88 in der Lohmühlenstraße Nummer 6 in Aachen-Burtscheid geboren. Falls jemand dahin pilgern will, kann er das gerne tun. Das ist meine Hebamme. Das ist mein Arzt und das der Mutterkuchen, der mich ernährt hat. Und hier in diesem Haus bin ich geboren. Sophia. Da hinten liegt der Mutterkuchen. Hier, das ist mein Geburtshaus. Vor den viel zu leichtfertig angesetzten Anleitungen zum Pressen steht der Geburtsbeginn. Geburt beginnt aus der Ruhe heraus. Es gibt jede Menge Empfehlungen, wann, wie, wo die Geburt losgeht, aber mein Rat, hört nicht drauf. Manche sagen, geht bloß nicht zu früh los. Du läufst Gefahr, einen Geburtsstillstand zu erleben. Andere kriegen ihr Kind dann auf dem Weg. Also bleib am besten direkt zu Hause. Nee. Da kann es ganz praktisch sein, wenn das Raumschiff quasi das Zuhause ist. Guten Tag, Fenrich. Na, wie geht es uns denn heute? Oh, es geht uns hervorragend, danke. Gut, gut. Oh, wenn Sie schon einmal hier sind, könnten Sie vielleicht noch einen schnellen Blick auf den Replikator werfen? Anscheinend ist es eine Fehlfunktion im Energiegitter. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, aber... Was haben Sie? Ich glaube, ich habe gerade eine Wehe gespürt. Oh, ja, die Wehen haben eingesetzt. Oh, das ist ja wunderbar. Dann muss die Geburt kurz bevorstehen. Kommen Sie, ich bringe Sie auf die Krankenstation. Versuchen Sie ruhig zu atmen. Sie müssen regelmäßig atmen, nur nicht zu schnell. Wir bekommen ein Baby. Liebe Männer, wenn euch die Frau mitten in der Nacht weckt und sagt, es geht los, dann nicht erst anfangen, nochmal zu duschen oder zu rasieren. Erstmal erkundigen und fragen, jetzt sofort oder in 20 Minuten? Und dann handeln. Tom. Ja? Tom. Ich schlafe noch. Es ist soweit. Was denn? Einmal darfst du raten. Paris an. Oh. Krankenstation kommen. Es ist soweit. Bleiben Sie ruhig, Mr. Paris. Kann sie stehen? Ja, im Moment steht sie. Dann schlage ich vor, dass Sie sich auf die Krankenstation begeben. Was ist mit Belana? Die auch. Richtig, natürlich. Vielleicht sollten wir den Transporter nehmen. Hey, warte auf mich! Wie gesagt, die Frauen empfinden das ganz unterschiedlich. Also ein Ziehen im Bauch kann zwar schon Geburt bedeuten, es könnten aber auch einfach nur Vor-, Schein-, Senk- oder Übungswellen sein. Was meinen Sie mit Sie werden schon bald ein absolut gesundes Baby bekommen. Aber nicht heute Nacht. Sagen Sie mir, dass Sie scherzen. Sie erleben derzeit Scheinwehen, Lieutenant. Schon wieder? Wie ich letztes Mal erklärte, ist dies eine übliche Erscheinung, vor allem bei Klingonen. And it's not opening very much. These are the Braxton-Hicks contractions that are just practice. Real contractions happen at the top of the uterus. It's the muscle fibers at the top here getting shorter and thicker, which squeeze the top and then pull up on the side of the uterus here. And then just squeeze and let go. You just have to do a little bit at a time.
And you can see how we're getting that effacement or thinning of the cervix down here. And not much dilation is happening. It's okay, just breathe, do it gently. You're stretching beautifully. And then just give it one more push and the baby will be here. There you go. Ich will dieses Ding raus aus mir haben, und zwar sofort! Fehlgeleitete Wut, eine weitere übliche Erscheinung bei Klingonen. Können Sie die Geburt nicht einleiten? Das würde ich nicht empfehlen. Wenn das so weitergeht, werden wir nie zum Schlafen kommen. Sie halten das für schlimm? Wann? Um 4 Uhr. Wie viele Fehlalarme waren das bereits? 3, von denen wir wissen. Dieses Baby ist so stur wie seine Mutter. Harry nimmt Wetten entgegen. Es geht um das Geburtsdatum und die Geburtsstunde. Sagen Sie ihm, er soll mich für nächsten Freitag 23 Uhr eintragen. Die folgende Geburt setzt Ruhe und Entspanntheit voraus, um in Gang zu kommen. Es tut mir leid. Da stimmt was nicht. Kira sagte, das Ganze dauert bloß eine Stunde. Für bajoranische Frauen ist das Wichtigste die Entspannung bei der Geburt. Er hat recht. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass wir den Rhythmus halten. Mir stehen heute noch 3 Operationen bevor. Ich komme später wieder und sehe nach ihr. Ipora? Das Baby bewegt sich. Ganz ruhig. Atmen Sie. Es ist bald soweit, Geduld. Was ist los? Ich weiß nicht. Es ist wie ein Krampf oder so. Sie dürfen eigentlich keinen Schmerz spüren. Also, es sieht so aus, als würden Sie das Baby heute nicht kriegen. Was? Sie hatten einfach zu lange Wehen. Egal aus welchem Grund. Sie waren nicht entspannt genug. Ihr System musste aufhören, Endorphine zu produzieren, bevor sie auf toxische Werte anstiegen. Endorphinausschüttung. Die Entspannungstechniken, die Sie trainiert haben, unterstützen die Endorphinausschüttung. Wenn Endorphine direkt von Beginn des Geburtsverlaufs an vorhanden sind, hemmen sie die Ausschüttung von Katecholaminen, Stresshormone, die Anspannung und Verkrampfung der Muskeln hervorrufen. Also die sagen, Endorphine sind gut. Kann das wirklich toxisch werden, wenn man zu entspannt ist? Ich kann mich dazu nicht äußern, ich kann mich nur drüber lustig machen. Wann wird sie dann ihr Baby bekommen? Naja, es könnte noch ein paar Tage dauern. Vielleicht ein paar Wochen. Wochen? Oh nein, wenn dieses Baby nicht bald kommt, verliere ich noch meinen Verstand. Also von mir aus können Sie ja zu Dr. Begier gehen und lassen sich von... Nein, ich will das Baby auf traditionelle bajoranische Weise entbinden. Wir stehen hundertprozentig hinter dir, Nerys. Nicht wahr, Miles? Absolut, ja. Nerys, kehren Sie in Ihr Quartier zurück und entspannen Sie sich. Ich komme später vorbei und sehe nach Ihnen. Und Sie? Üben Sie das. Es folgt ein ganz unspektakulärer Beginn der Geburt und ist dennoch von Vorteil, jemanden zu haben, der einen begleitet. Data, würden Sie mich bitte zur Krankenstation bringen? Man redet ja heutzutage nicht mehr von einem Geburtstermin, sondern von einem Geburtszeitraum. Von der Schwangerschaftswoche 37 plus 0 bis laut aktueller Gesetzeslage 42 plus 0. Aber ich würde mir auch da keinen Stress machen, weil um diesen Zeitraum herum gibt es auch so eine Art Grauzone. Ich meine, was will man machen? Der Zeitraum und der Zeitpunkt wird eh oft falsch angesetzt. Deswegen kann man da noch einiges zurechtbiegen. Es kommt halt auf die Kondition des Kindes an. Ich finde, eine gute, gesunde Einstellung ist, das Kind kann, darf kommen, wann es will. Keiko. Ich fühle mich gut. Ich denke... Vielleicht legen Sie sich lieber hin. Ich habe starke Kontraktionen. Ich glaube, das ist in den letzten Monaten der Schwangerschaft nicht ungewöhnlich. Nein, ich meine Kontraktionen. Ich habe Wehen, verstehen Sie? Aber doch nicht jetzt. Der Zeitpunkt ist denkbar schlecht. Leider kann ich mir den Zeitpunkt nicht aussuchen. Auch wenn es Ihnen nicht passt, das Baby kommt. An dieser Stelle sollten wir die Fachterminologie neu definieren, weil hier schon viel zu oft von Wehen und von Kontraktionen gesprochen wurde. Medizinische Sprache gegen Hypnobirthing-Sprache. Statt Wehen, Kontraktionsschmerz sagst du Geburtswelle. Geburtshelfer ist der Geburtsbegleiter. Statt Entbinden oder Austreiben einfach nur Gebären oder Geburt. Statt Schmerz Druck, Empfindung, Gefühl, Spannung. Statt Geburtskanal Geburtsweg. Und das Wichtigste, statt Drücken, Stoßen, Pressen, Geburtsatmung oder einfach nur Mitschieben. Also nicht, ich liege auf dem Rücken und presse mein Kind heraus, sondern ich habe eine aufrechte Haltung und lasse mein Kind sanft nach unten gleiten. Komplikationen sind spezielle Umstände. Die erste Geburt, die wir jetzt besprechen, ist die Geburt von Naomi Wildman, weil sie halt so schön absurd ist. Pressen!
Wie schon vorher definiert, ist Pressen echt keine gute Wortwahl. Doch zum Glück ist Cass' Folgevorschlag tausendmal besser. Vergessen Sie nicht zu atmen, Samantha. Tief und regelmäßig atmen. Ja, genau. Gebärmuttererweiterung ist bei 10,2 cm. Prostaglandinwerte normal. Pressen, Fähnrich! Pressen Sie doch, verdammt! Ich hab's langsam satt! Also das Pressen zwischen den Wellen ist ganz klar kontraindiziert. Vielleicht hätte hier auch ein Positionswechsel mal ganz gut, aber der Doktor sagt es gleich. Zum Glück genau richtig. Ich weiß, Sie sind erschöpft. Schön auf die Atmung konzentrieren. Denken Sie an die Übungen, die wir gemacht haben. Wenn Sie spüren, dass eine Wehe kommt, pressen Sie! Folgender Dialog wäre besser. Wenn die Welle da ist, schiebst du sanft mit. Und schieb. Das ist einfach lächerlich. Seit 7 Stunden warten wir. Wie lange dauert es, ein Kind auf die Welt zu bringen? So lange es eben dauert, Mr. Paris. In der Tat. Bei der Geburt unseres dritten Kindes lag meine Frau 96 Stunden lang in den Wehen. 4 Tage? Ich habe gelernt, dass Schwangerschaft und Geduld Hand in Hand gehen. Die Dauer der physiologischen, also guten Geburt, wird bestimmt von Mutter und Kind. Manchmal dauert es länger, hin und wieder geht es schnell. Manchmal sind die Wehen gemächlich, manchmal heftig, die Pausen mal länger, mal kürzer. Solange es Ihnen und Ihrem Kind gut geht, ist alles in Ordnung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so nervös sein würde. Es ist nicht einmal mein Kind. In gewisser Weise können wir es als unser aller Kind ansehen. Es ist das erste Baby, das auf der Voyager geboren wird. Ich weiß nur nicht, ob ich es willkommen heißen oder mich bei ihm entschuldigen sollte. Von meinem Vater habe ich ein Sprichwort. Zu Hause ist dort, wo man gerade ist. Oh, was war das? Was ist los? Ein Schmerz in meinem Unterleib. Er ist anders. Stecht. Oh Gott. Das Baby hat die Position verändert. Seine Schädelwülste haben sich in der Gebärmutterwand festgesetzt. Dies ist eine seltene Komplikation, aber sie kommt bei humanoid-katarianischen Schwangerschaften vor. Okay, zur Erklärung für alle Nicht-Star Trek-Fans. Hier ist ein Bild von Naomi Wildman, wo sie schon etwas älter ist. Und wie wir sehen, hat sie keine Schädelwülste, wie der Doktor gesagt hat, sondern so kleine Hörner. Und die Wellen, das sind ja Muskelarbeit der Gebärmutter und aus meiner Sicht ist es ganz logisch, dass sich diese Hörner da drin dann verhaken können. Naomi Wildman ist halb Mensch, halb katarianisch. Aber wozu hat diese Spezies diese Hörner? Zur Verteidigung? Also bei menschlichen Schwangerschaften ist es in der Regel so, dass sich das Baby schon einige lange Zeit vor der Geburt in Geburtsposition begibt und nicht erst unter der Geburt. Dabei ist jede Lage recht, außer die Querlage, weil die ist geburtsunmöglich. Wenn man auch Beckenendlagen spontan entbinden will, dann sollte man sich vorher informieren, welche Institutionen das auch begleiten. Meistens sind es sogar diese topmodern ausgerüsteten Krankenhäuser, die das machen, weil sie sich sagen, wir haben die Technik da, wenn irgendwas schief geht. Also klar können wir es probieren. Weil sonst droht der Fötustransport. Können wir die Lage des Babys verändern? Nein, seine Wirbelsäule ist zu schwach. Ich möchte keine Schädigung der Nerven riskieren. Wenn wir das Baby nicht sofort holen, wird die Gebärmutter perforiert und es kommt zu inneren Blutungen. Cass, bereiten Sie einen Fötustransport vor. Ich habe die Koordinaten des Babys eingegeben. Wir können beginnen. Ich initiiere die Durchtrennung der Nabelschnur. Energie. Herzlichen Glückwunsch, Fan. Es ist ein Mädchen. Und wie geht es ihr? Der Transport hat ein leichtes Ungleichgewicht der Blutzellen verursacht. Aber wir stabilisieren ihre Zellmembranen mit einer osmotischen Drucktherapie. Also ich halte es jetzt vielleicht unrealistisch, dass das Baby nach dem Beamvorgang aus dem Mutterleib direkt wie am Spieß schreit. Ja, womöglich haben die das Schauspielbaby nicht ruhig gekriegt. Das hat ja offensichtlich auch eine Menge Make-up bekommen. Wie ist das eigentlich generell beim Beamen? Also ich stelle mir das so vor, dass man nicht nur den Festkörper beamt, sondern das ganze Material, auch das gasförmige Flüssige, was sich halt in diesen Koordinaten befindet. Und da, wo man das Zeugs dann hinbeamt, müsste man dann eigentlich alles entfernen, was da ist. Also auch die ganzen Luftpartikel, also was. Also es gab ein paar Transporterunfälle, da wurde ein Festkörper gebeamt, aber wie dem auch sei. Hier ein Statement zum Atemeinsatz von Spontan- und Kaiserschnittbabys. Also es stimmt schon, dass die Lungen im Geburtskanal nochmal ausgepresst werden quasi, aber Babys können auch so atmen. Babys nach Kaiserschnitt, die werden ja auch nicht durch den Geburtskanal gepresst und die atmen auch. Die haben halt häufiger Anpassungsprobleme mit der Atmung, aber atmen geht auch so. Was ich auf jeden Fall unrealistisch finde, ist diese ausgedehnte Körperhaltung des Babys. Wenn es nämlich im Mutterleib noch drin ist, dann ist es eher so ganz klein, eng zusammengedrückt und ja. Arme hier, Beine im Schneidersitz. Hier ganz akrobatisch die Füße bis an den Kopf gebracht. Es müsste sich eigentlich erst entfalten, wenn es austritt aus dem Mutterleib. Und was auch nicht erklärt wurde, wie der Doktor jetzt genau die Nabelschnur durchtrennt hat. Einfach durchs Abbeamen oder hat er dann so einen Laserstrahl benutzt, der nur dann da an der Stelle gewirkt hat, wo die Nabelschnur ist? Ich weiß es nicht. Aber das müsste auf jeden Fall für das Baby auch ein Schock gewesen sein, weil die Nabelschnur versorgt es ja noch mit Sauerstoff im Mutterleib. Wenn das jetzt direkt ab ist und es direkt ins Freie kommt, das ist ja mega Schock dann. Also die meisten lassen heute die Nabelschnur so lang wie möglich dran.
Zumindest bis er ausposiert ist oder bis die Plazenta geboren wurde. Die Plazenta kommt in der Regel so einige Minuten nach der Geburt. Einige Institutionen warten aber auch schon bis zu 2 Stunden auf die Plazenta. Glückwunsch, Fähnrich. Unser Baby ist bei bester Gesundheit. Keine Anzeichen für eine Interspezies-Anormalität. Unser Baby? Nur eine Redewendung. Ich bin mitverantwortlich dafür, dass sie geboren wurde. Gut, nehmen Sie sie jetzt. Hallo, Süße. Herzlichen Glückwunsch, Samantha. Sie ist entzückend. Haben Sie schon einen Namen? Noch nicht. Ich habe nämlich gedacht, es wird ein Junge. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie einen ausgesucht haben. Ich habe eine Decke für Sie angefertigt. Es fehlen nur noch Ihre Initialen. Ruhen Sie sich aus. Mhm. Wann darf ich mit dem Stillen beginnen? Jetzt sofort. Mhm. Ich möchte Sie jedoch vorwarnen, dass in 3 oder 4 Wochen Ihre Schneidezähne hervortreten werden. Da Ihrer Haut die Schuppen eines Katayanas fehlen, sollten wir rechtzeitig Alternativen überlegen. Wann darf ich Sie mit nach Hause nehmen? In 24 Stunden. Ich möchte sicher sein, dass keine weiteren Schäden an Ihren Zellmembranen auftreten. Sie können gerne über Nacht hier bei Ihrer Tochter bleiben. Das wäre schön. Hey. Anhand der Umstände ganz angebracht, dass die beiden noch etwas auf der Krankenstation bleiben dürfen. Aber bei einer ambulanten Geburt, da darf man den Geburtsort einige Stunden oder sofort nach der Geburt verlassen. Also sobald man sich fit fühlt. Nächste Szene. Kira Yoshis Geburt durch ihre Leihmutter Kira auf Deep Space Nine. Ein Fallbeispiel für oder gegen Väter bei der Geburt. Es ist soweit. Sie müssen sich die Beine hocharbeiten. Es ist soweit. Das Baby hat sich gedreht. Es ist soweit. Wach auf, Kind. Wir erwarten dich in Liebe. Und begrüßen dich auf der Welt. Warum bleiben Sie nicht hier? Ich kann nicht sehen von hier aus. Und das ist doch gut so. Es ist mein Baby. Ich glaube, Nerys würde sich unwohl fühlen. Wovon reden Sie? Sie lebt seit 5 Monaten unter einem Dach mit uns. Sei still. Wie darf ich das denn verstehen? Hören Sie, ich habe Mollys Geburt verpasst. Diese verpasse ich nicht. Ich versuche, hier ein Baby zur Welt zu bringen. Einen physiologischen Prozess kann man nicht vermeiden. Der Punkt ist, ihn nicht zu behindern. Ich habe jetzt genug von diesem völlig lächerlichen Wettstreit zwischen euch beiden. Ihr seid wohl verrückt geworden. Also, wenn ich von den Herren bloß noch ein Wort höre, dann heißt es raus hier. Aber dann sagt also, dass das war's. Raus hier. Alle beide. Kira! Harris! Ich sagte raus. Sie macht einen Witz. Niemand macht in so einer Situation Witze. Raus hier! Tolle Leistung. Oh, tun Sie mir einen Gefallen. Wenn Sie das nächste Mal ein Baby kriegen, halten Sie meine Freundin da raus, hm? Anmerkung, was der Vater am besten machen kann während der Geburt? Nichts. Einfach da sein. Eventuelle Wünsche erfüllen auf Zuruf. Oder Wünsche ablesen anhand der Körperhaltung. Hier steht im Großen und Ganzen, dass der Geburtsgefährte, das muss ja nicht unbedingt der Vater sein, sozusagen als Sprachrohr für die Mutter dient. Die Mutter muss sich nämlich ganz auf sich konzentrieren und falls es irgendwas geben sollte, was die Mutter ablenkt, dann kann der Geburtsgefährte beherzt eingreifen. Aber ansonsten sind Männer hormonell für die Geburt nicht geschaffen. Ich fühle mich so gut. Sie sind einfach großartig, Nerys. So, er kommt. Keiko, tun Sie mir einen Gefallen. Kira sagt, Sie und Miles dürfen wieder rein. Die Herren benehmen sich aber von jetzt an. Nein, bitte nach Ihnen. Oh nein, bitte nach Ihnen. Bitte. Wenn die Herren sich nicht entscheiden, dann versäumen Sie noch alles. So ist es gut, Nerys. Entspannen Sie sich, lassen Sie es kommen. So ist es gut, atmen Sie. Wunderschön. Ein guter Tipp sind Geburtsaffirmationen. So könnte der Vater zum Beispiel der Mutter zuflüstern: Schatz, du bist so weit wie das Universum. Erleben wir jetzt Vater und Geburtshelfer und Geburtsbegleiter bei einer Alleingeburt im Delta Flyer. Habt ihr bitte ein besonderes Augenmerk auf die Geburtsposition, die ist nämlich im Stehen. Und die musste ja so gewählt werden, weil die Spezies Ocampa ihre Babys in einem Geburtssack auf dem Rücken austragen.
Und das Baby kommt sogar mit den Zehen zuerst, also mit den Füßen. Beckenendlage, im Stehen. Super. Do something! The sack is opening. What's happening? What do you mean, what's happening? You're having a baby. Hold still. Where am I? Exactly where I told you not to be, on a shuttlecraft. I have to see the doctor. Well, it'd be nice if he was still around. I told you you were in no condition to come on a supply mission, but did you listen to me? I can see the toes. It's coming. Yes. It's a girl. Oh, she's beautiful. She is. Yes, just like her mother. Oh, she's so beautiful. Cass. Oh. I think one day she'll see the sun. Die anderen hier gezeigten Geburten sind leider alle auf dem Rücken. Die einzigste Position, die noch ungeeigneter ist als die Rückenlage, ist wahrscheinlich der Kopfstand. Die haben ja in Star Trek alle künstliche Schwerkraft und ich finde, die sollte auch ausgenutzt werden. Weil wenn man auf den Rücken liegt, dann drückt man quasi Kreuz und Steißbein hier nach innen. Das Steißbein kann nämlich, wenn man nicht gerade auf dem Rücken liegt, auch nach außen aufscheren und damit mehr Raum machen für das Baby. Klingt doch logisch, oder? Nächste Geburt. Belana und der Doktor. Man sieht nicht die eigentliche Austreibungsphase, aber ist trotzdem ein super Beispiel für so eine typische Schrei-Liege-Schmerzgeburt. In der Hypnobirthing-Terminologie auch Angst-Verkrampfungs-Schmerz-Syndrom genannt. Versuchen Sie sich zu entspannen, Lieutenant. Wenn Sie noch mal sagen, ich soll mich entspannen, reiße ich Ihren holographischen Kopf ab. Ich hoffe, Sie haben nicht vor, Ihr Baby mit diesem Mund zu küssen. Das ist schon wieder ein falscher Alarm, oder? Nein, dies ist kein falscher Alarm. Ich glaube es nicht. Oh, glaub's lieber. Ich werde vielleicht gewinnen. Was? Den Baby-Jackpot. Ich habe heute 15 Uhr gesetzt. Ich freue mich ja so, dass ich dir diesen Gefallen erweisen kann. Feiern Sie nicht zu früh. Klingonische Wehen dauern manchmal ein paar Tage. No! Natürlich wird das hier nicht der Fall sein. Hypnobirthing ist eine kooperative Geburtsmethode. Keine alternative Methode. Zurück an Lieutenant Paris. Wir sind bereit aufzubrechen. Captain, ich... Aber... Kein Aber, Fliegerjunge. Wenn diese Mission gelingen soll, brauchen wir den besten Piloten am Steuer. Keine Panik. Der Doktor wird hier bei mir sein. Gibt es ein Problem, Mr. Paris? Ich bin unterwegs, Captain. Fangen wir endlich mit der Show an. Krankenstation an Brücke. Doktor an Lieutenant Paris. Hier ist jemand, der gerne Hallo sagen würde. Sie gehen wohl besser darunter, Tom. Ja, Ma'am. Ich würde lieber mit der Einstellung leben, dass Geburten nicht lang und nicht schmerzvoll sein müssen. Da gibt es auf jeden Fall genug Beispiele, aber schaut euch keine fremden Geburtsvideos an. Das ist nämlich total befremdlich. Und wenn doch, dann würde ich empfehlen, welche auf Dailymotion anzugucken, weil die sind die schönsten. Das ist ein kleiner Geheimtipp. Geburtsvideos, wo die Frauen nicht schreien, die Kinder nicht schreien, das ist genial. Wie dem auch sei, hier die nächste Szene von Deanna Troi's Speed Baby. Ist zwar schnell, aber trotzdem schön entspannt und schmerzfrei. Und die Position hier ist zumindest im Halbsitzen. Das ist die Szene, die drehtechnisch am frühesten gedreht wurde. Ich glaube, in der zweiten Staffel, irgendwann in den 80er Jahren müsste das noch gewesen sein. Also von daher schon erstaunlich, dass sie das damals so gemacht haben. Es ist soweit. Ja, davon bin ich überzeugt. Jetzt geht es nur noch um Minuten. Braucht Ihr Sicherheitsteam zur Krankenstation, bitte. Ist denn das notwendig? Ja, Doktor. Befehl des Kindes. Ich finde es etwas eigenartig, bewaffnete Männer auf der Entbindungsstation zu haben. Gehen wir. In welchen Abständen kommen die Wehen? Die Intervalle werden immer kürzer. Eigentlich finde ich es gut, wenn bei einer Entbindung der Vater dabei ist. Das dürfte unter diesen Umständen etwas schwierig sein. Könnte ich dann als Vertreter fungieren? Nein, denn Troi braucht die tröstende Berührung einer menschlichen Hand und nicht den kalten Kontakt der Technik. Doktor, ich glaube, Commander Data würde mir eine große Hilfe. Wie Sie wollen. Sie brauchen gar nichts zu tun, Data. Bleiben Sie nur an meiner Seite. Es gibt keinen Grund, nervös zu werden. Nervös?
Ich finde das Ganze sehr interessant. Obwohl ich im Prinzip genauestens darüber informiert bin, wie menschliches Leben entsteht, gibt es doch einige Dinge, die mir bisher entgangen sind. Haben Sie zu dem Kind in Ihnen irgendwelchen Kontakt? Spüren Sie, was es denkt? Denkt es überhaupt schon? Können Sie es in irgendeiner Weise beeinflussen? Können Sie bestimmen, wann der Denkprozess beginnt? Es ist soweit. Was ist das für ein Gefühl? Data! Ja? Es ist soweit! Es ist soweit, ja. Doktor! Doktor! Das ist ein sehr ungeduldiges Baby. Es hat es sehr eilig, auf die Welt zu kommen. Wollen Sie etwas gegen die Schmerzen? Das würde in keiner Weise Ihr Bewusstsein beeinflussen. Ich verspüre keinen Schmerz. Ach nein. Nein. Wirklich nicht den geringsten. Bleiben Sie mit Ihren Sicherheitsleuten an der Tür stehen. Puls. 137. Die Herztätigkeit des Babys ist ganz normal. Ganz langsam atmen. Das machen Sie sehr gut. Weiter so. Entscheidend ist, dass Sie wie in der Schwangerschaft so auch während der Geburt Ihrem Körper das Vertrauen schenken, die Geburt Ihres Kindes leisten zu können. Frauen gebären Kinder, seit wir die Erde bevölkern. Auch Sie werden das schaffen. Da ist es. Ich habe das Baby. Sie können sich entspannen. Sie haben einen wunderschönen Sohn. Er ist gesund und kräftig. Haben Betasoiden immer so leichte Geburten? Meine Mutter hat mir etwas anderes erzählt. Sie können jetzt näher kommen, wenn Sie wollen. Es besteht keine Gefahr, Lieutenant. Sie und Ihre Männer können sich entspannen. Es ist nur ein Baby. Danke, dass ich der Geburt beiwohnen durfte. Ein bemerkenswertes Erlebnis. Haben Sie schon einen Namen? Ian Andrew, nach meinem Vater. Waren Sie die ganze Zeit hier? Ja. Er ist sehr schön, Diana. Er kommt nach seiner Mutter. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ausgezeichnet. Wunderbar. Danke, Doktor, für alles. Wirklich erstaunlich. Drei Jahre später entbindet Worf die Tochter von Keiko und Chief O'Brien auf natürliche Weise, während eines Zwischenfalls auf der Enterprise. Ihre Wehen kommen jetzt im Abstand von nur 30 Sekunden. Die Dehnung hat sich seit dem Einsetzen der Wehen auf 7 cm vergrößert. Das ging sehr schnell. Sie sagt sich das so leicht. Sie machen das ganz hervorragend. Ich bin sicher, das Kind wird bald kommen. Worf, hat das Baby sich gedreht? Gedreht? Es muss mit dem Kopf nach unten liegen. Dr. Crusher sagte mir kürzlich, dass es sich noch nicht gedreht hätte. Sie war nicht besorgt, weil ich noch einen Monat vor der Zeit war. Ich bin nicht sicher. Wissen Sie es nicht? Worf, haben Sie das eigentlich schon mal gemacht? Ein Baby geholt? Ja. Nein, ich machte nur einen Erste-Hilfe-Kurs im Rahmen der Ausbildung. In einer Computersimulation assistierte ich bei der Geburt eines menschlichen Babys. Es läuft in der Praxis nicht immer wie in der Theorie, Worf. Ich bin sicher, es wird alles gut gehen. Meinen Glückwunsch. Ihre Dehnung beträgt nun 10 cm. Sie können jetzt gebären. Was glauben Sie denn, was ich gerade tue? Heftigere Wehen sind jetzt die nächste Stufe. Sie sollten bei voller Dehnung einsetzen. Wieso beginnen Sie nicht? Ich weiß auch nicht. Es liegt sicher nicht an mir. Sie fangen eben an, wenn Sie anfangen. Die Computersimulation war irgendwie anders. Diese Entbindung verlief nach Vorschrift. Es tut mir schrecklich leid. Verspüren Sie einen unkontrollierten Drang zu pressen? Gut. Sie kommen gleich nieder. Jetzt müssen Sie bei jeder Kontraktion stark pressen. Ich muss Sie freundlich, aber bestimmt drängen, stärker zu pressen. Pressen Sie. Pressen Sie stark. Pressen Sie, Keiko. Pressen Sie. Pressen, pressen. Fester pressen kann ich nicht. Das Baby erscheint mit dem Kopf zuerst. Gut, noch eine Kontraktion. Okay. Das ist sehr gut. Pressen.
stärker. Hier eine Literaturquelle gegen forciertes Pressen. In einer wunderschönen Tabelle dargestellt. Forciertes Pressen, vom medizinischen Personal angeleitet, überträgt die Kontrolle der Geburt auf andere. Ermüdet die Mutter und verringert ihre wirkungsvolle Teilnahme an der Geburtserfahrung. Beschränkt die Sauerstoffzufuhr des Kindes, führt oft zu erhöhter Herzfrequenz. Schließt und verengt den Geburtsweg vor dem Kind. Trägt zum Dammriss oder der Notwendigkeit eines Dammschnitts bei. Lässt Blutgefäße im Auge und im Gesicht platzen. Ein Notfalleingriff kann notwendig sein. Die Mutter verliert Kraft, das Kind wird angestrengt. Stattdessen Geburtsatmung von der Mutter geleitet. Erlaubt Eltern, die Kontrolle über die Geburt zu behalten. Erhält die Energie der Mutter. Stellt eine kontinuierliche Sauerstoffzufuhr des Kindes sicher. Öffnet sanft den Geburtsweg für eine sanfte Abwärtsbewegung. Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines intakten Damms bei der Geburt. Das Gewebe des Damms dehnt sich natürlich für das sanfte Herauskommen des Kindes. Das Kind hat während der Abwärtsbewegung eine gesunde Herzfrequenz. Fragt sich, wie die das wissen wollen, wenn die alle auf CTG verzichten? Ein Zitat von Peter Jackson steht hier. Eine schwangere Frau ist wie ein wunderschöner, blühender Baum. Aber wenn die Zeit der Ernte kommt, muss man darauf achten, den Baum nicht zu schütteln oder zu quetschen. Denn dadurch kann man sowohl den Baum als auch die Frucht verletzen. Ich habe das Baby. Ich versetze dem Baby einen Klaps, um die Atmung anzuregen. Ich werde jetzt die Nabelschnur durchtrennen. Bitte eine Decke. Ich finde, sie sieht genau wie Chief O'Brien aus. Hallo, mein Schatz. Sie waren wundervoll, Bob. Ohne sie hätte ich es sicher nicht geschafft. Hallo. Ist sie nicht süß? Als Geburtshelfer könnte man sich folgenden Satz zurechtlegen, den man dann der Frau in einer schönen Wellenpause nahebringt. Okay, ich bin nicht so gut darin, aber ich versuch's mal. So, und jetzt machst du's ganz gezielt. Schön langsam. Je ruhiger du atmest, desto mehr bekommst du auch mit. Das ist deine Geburt. Du willst dein Baby dir selber gebären. Du schaffst es. Ich helfe dir nur hier und da. Ich bin für dich da. Schätzelein, du bist so weit wie das Universum. Wir evakuieren das Schiff. Ja, Sir. Was geschehen könnte, wenn die Mehrheit der Frauen aus dem Geburtsvorgang mit einem erneuerten Sinn für die Stärke und die Kraft ihrer Körper und für ihre Fähigkeit zur Ekstase durch die Geburt hervorgingen. Wenn genügend Frauen erkennen, dass Geburt eine Zeit der Möglichkeit ist, um mit der wahren weiblichen Kraft in Berührung zu kommen und wenn sie gewillt sind, dafür die Verantwortung zu übernehmen, werden wir die Macht der Geburt wieder erlangen und die Technologie dorthin bringen, wo sie hingehört. Zu den Frauen, aber nicht als ihr Meister. Was ist das? Ein Junge. Was, ein Junge?
Und beschreibe ihn mir. Er ist wunderschön. George, ich wünschte, du wärst hier. Kollisionswarnung. Weißt du, wie wir ihn nennen werden? Wir können ihn auch deine Vater nennen. Tiberius, soll das ein Witz sein? Nein, schlimmer geht's nicht. Nennen wir ihn nach deinem Dad. Nenne ihn lieber Jim. Jim. Okay. Jim heißt er. Jetzt kommt eine Geburtsszene mit speziellen Umständen. Wieder einmal ist Lieutenant Tom Paris der Geburtshelfer, aber diesmal ist er wenigstens nicht der Vater. Ein kleiner Fun-Fact am Rande. Wenn man diesen Zwischenfall mit diesen Lizards, also diesen Echsenmenschen, hinzuzählt, dann ist Tom Paris der Star Trek-Charakter, der in den ganzen Geschichten ganze dreimal Vater geworden ist und zweimal ein richtiger Geburtsbegleiter war, der das Kind auf die Welt geholt hat. Tom Paris. Ich sag's ja. Die alte Schiffsmatratze. Die folgende Szene ist zwar glimpflich ausgegangen, aber ist trotzdem ein bisschen dramatisch. Die Mutter unterlag offensichtlich viel zu großem Distress. Hier hilft am Ende dann nur noch die Technik, aber ich habe trotzdem ein paar Quellen gefunden, die ein bisschen Hoffnung machen, wenn es mal nicht ganz so top läuft. Wann erwarten Sie Ihr Baby? Meine Frau ist auch schwanger. Wir erwarten ein kleines Mädchen in ein paar Monaten. Sie wissen, dass es ein Mädchen ist? Ja, wir haben eine Technik, die es uns erlaubt, den Fötus zu untersuchen. Sie hat meine Augen und die Schädelwürste ihrer Mutter. Sie sind Arzt, wie ich sehe? Nein, ich bin bloß Sanitäter. Aber wir haben den besten Arzt des Quadranten auf der Voyager. Das ist doch nicht fair, oder? Meine Tochter, sie wird Nahrung sowie die nötige medizinische Versorgung erhalten. Oh, was ist los? Wir brauchen Hilfe! Das Baby kommt. Es ist noch viel zu früh. Lasst ihn mir helfen. Es ist kein Herzschlag mehr zu hören. Oh nein. Was machen Sie? Ich beschleunige die Wehen. Ich hab ihn. Er atmet nicht. Kardiostimulator. 3 Millijoule. Jetzt. Erhöhen Sie die Ladung auf 5 Millijoule. Nochmal. Ich empfange einen Herzschlag. Sie haben meinen Sohn. Er muss sofort auf die Voyager. Doc? Wenn man in eine toxische Umgebung eindringen muss, hilft es, ein Hologramm zu sein. Vielen Dank. Jetzt, Mr. Paris. Ihr Sohn wird ohne Behandlung nicht überleben. Ich verspreche, dass wir ihn zurückbringen. Sorgen Sie gut für ihn. Das werde ich. Tuvok an Voyager. 5 zum Beamen. Süßer kleiner Kerl, nicht wahr? Er reagiert schon auf die Behandlung. Sobald er stabilisiert ist, beamen wir ihn auf die Oberfläche und schicken Nahrung und medizinische Vorräte mit. Man hört ja immer wieder Geschichten, dass Babys, die sich erst nicht gerührt haben, die von der Mutter ganz lange warm gehalten und gekuschelt wurden und dann auf einmal doch wieder da waren. Und hier in dem Rockenschaub, Seite 99, meine ich, so eine kleine Erklärung gefunden zu haben. Das HB des Fetus, HBF, zieht den Sauerstoff stärker an als das HBA der Mutter. Damit ist die Passage des Sauerstoffs im Mutterkuchen vom mütterlichen in den fetalen Blutkreislauf bestens abgesichert. Da nun die fetalen Erythrozyten den Sauerstoff relativ festbinden, geben sie pro Einheit auch weniger Sauerstoff an das fetale Gewebe ab. Diese Hemmung wird durch die hohe Erythrozytendichte und HbF-Konzentration sowie die beschleunigte Pulsation des fetalen Blutes ausgeglichen. Also die Babys haben immer einen höheren Puls als Erwachsene. Der Fetus hat also Sauerstoffträger, die zwar weniger Sauerstoff abgeben, aber dafür in größerer Zahl vorhanden sind und schneller zirkulieren. Dieser Mechanismus bedeutet eine beachtliche Sauerstoffreserve, da die Erythrozyten noch eine Menge Sauerstoff zurückbehalten, die beim Sauerstoffdefizit im Gewebe und dem damit erhöhten Sauerstoffgefälle zum Gewebe hin mobilisierbar wird. Geburtshilfliche Aspekte. Aufgrund der Regulation des Sauerstofftransports im Allgemeinen und der Regulation des fetalen Kreislaufs im Besonderen ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass ein Fetus so schnell und oft in eine kritische Hypoxie geraten kann. Hypo bedeutet unterhalb, zu wenig, und Hypoxie bedeutet zu wenig Sauerstoff.
ist das schön, da braucht man sich ja nicht so viel Sorgen machen. Wenn die Natur das so schön regeln kann, zum Schluss das Ende von Trips Schwangerschaft, quasi die Entbindung seiner Schwangerschaftspflichten, weil für sein Embryo ein neuer Wirt gefunden wird. Brücke an Archer. Sprechen Sie. Wir könnten das Cyrillianische Schiff gefunden haben. Dem Himmel sei Dank. Sind unterwegs. Wie haben Sie uns gefunden? Es war nicht leicht, aber wir waren sehr motiviert. Ich verstehe nicht ganz. Ich hatte keine Ahnung, dass es auch mit einer anderen Spezies passieren kann. Also wenn ich gewusst hätte, dass... Nein, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Aber ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das schnell wieder entfernen könnten. Das heißt, wenn es ungefährlich ist. Es ist noch früh genug, um das Embryo auf einen anderen Wirt zu übertragen. Sie scheint sehr gesund zu sein. Es ist ein Mädchen. Mhm. Dein Appetit hat sich scheinbar wieder normalisiert. Ich esse sie auch nur noch für einen. Ich habe die Sternenflotten-Datenbank abgefragt. Es freut Sie vielleicht zu hören, dass dies der erste belegte Fall einer Schwangerschaft bei einem männlichen Menschen ist. Genau so wollte ich immer in die Geschichtsbücher eingehen. Für die Elternzeit haben wir jetzt leider keine Zeit mehr, aber es könnte in etwas so aussehen. Ich bin dein Vater. Sorry, falsches Universum. Ich bin deine Mutter. Du brauchst einen Namen. Das sollten wir mit deinem Vater besprechen. So, jetzt haben wir es geschafft und ich bin mal gespannt, ob irgendjemand bis hierhin geschaut hat. Weil wenn wir uns mal die Analytics anschauen, habe ich jetzt hier ein Thema gewählt, was keinen der sonstigen Zuschauer irgendwie interessieren sollte. Die Leute kommen alle aus Deutschland, steht hier. Viele sind erst in letzter Zeit dazu gekommen, wie man hier sieht. Einmal über MyLab, einmal über Elektromobilität, glaube ich. Nur 200 hatten keinen Bock mehr. Ich hatte eingeschätzt, dass das mehr sind. Abo-Quelle? Hier steht's. 719 Leute denken, hier geht's um Elektroautos. 465 denken, hier gibt's ein zweites MyLab. 10 Leute denken, hier geht's um Elektronikkram. Ja, hier nochmal als Kuchendiagramm. Und auch die Demografie sagt, die meisten sind Männer. Das will ich ändern. Abschlussfrage. Mit welcher Spezies würdet ihr geburtstechnisch am liebsten ein Baby bekommen? Können die spitzen Ohren bei Vulkanien sich auch irgendwie verhaken? Also ich bin ja ein Mensch, ich glaube, ich würde gern schreien. So still, heimlich und leise ist einfach nichts für mich. Findet ihr, man kann dem sonst so zukunftsweisenden Science-Fiction-Star-Trek-Universum in puncto Schwangerschaft, Geburt, Reproduktion irgendwas an Mehrwert abverlangen? Oder bin ich da die Einzigste? Lernen ist Mehrwert. Hier, das ist eine Übung für Klavierspieler. Kann man auch so machen. Ja, das bin ich raus. Oder so gegensinnig ist noch, noch schwieriger. Lebe lange und gebäre in Frieden.